Manchmal haben wir ein Ziel, aber die Leute halten es für nutzlos oder sinnlos. Manche geben ihre Ziele angesichts der Widrigkeiten auf, während andere sie erreichen. Wie Longibuya. Frustriert von der zunehmenden Dürre, die die Landwirtschaft in seiner Gemeinde bedrohte, beschloss Longi, etwas Ungewöhnliches zu tun. Als keiner mehr an seinen Traum glaubte, sah er, wie überraschend sich die Dinge entwickelten. Longibuya wurde immer besorgter, als die Bauern, darunter auch seine Söhne, Kotilwa in Indien verließen, um grünere Weiden zu finden. Aufgrund des schlechten Bewässerungssystems und der fehlenden Wasserversorgung gab es in der Gemeinde keine ertragreiche Landwirtschaft. Deshalb träumte Longibuya vom Unmöglichen und setzte es in die Tat um. Er nahm sich vor, seinem Volk im Alleingang Wasser zu bringen und hoffte, dass er das karge Land eines Tages in landwirtschaftliche Nutzfläche verwandeln würde. Longi ließ sich von Dasrat Manji inspirieren, der 22 Jahre lang von 1960 bis 1982 den Berg in der Nähe des Dorfes Gelauer nur mit Hammer und Meißel bearbeitet hatte. Die Dorfbewohner von Kotilwa brachten ihr Vieh oft zum Tränken in den Wald von Bageta Savasi. Longi wusste, dass die Wasserquelle von Bageta für die Bewässerung der landwirtschaftlichen Flächen ausreichen würde. Es war jedoch ziemlich schwierig, Wasser in das Dorf zu bringen. Wenn er einen Kanal graben könnte, um die Bäche, die in den Bageta-Hügeln flossen, zu seinem Dorf umzuleiten, das nur ein paar Brunnen für Trinkwasser hatte, die für die Bewässerung nicht ausreichten, könnten er und andere Gemüse und Weizen anbauen und sich selbst versorgen. Als Longi diesen Plan fasste, hatte er nur einfache Werkzeuge und seine verbissene Entschlossenheit. Damit begann Longi zu arbeiten. Er ging barfuß zu den Bageta-Hügeln und schuftete jeden Tag, um den 1,2 Meter breiten und 91 cm tiefen Kanal zu verwirklichen. Ramrati Devi, Longis Frau, machte ihm das Leben sehr schwer. Sie nannte ihn verrückt. Was für ein Mann geht jeden Tag barfuß in den Wald, nur um einen Kanal zu graben? Ramrati versuchte alles, um Longi aufzuhalten. Sie verweigerte ihm sogar das Essen, um ihn dazu zu bringen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen und sich auf den Unterhalt seiner Kinder zu konzentrieren, konnte ihren entschlossenen Mann aber nicht aufhalten. Die Dorfbewohner von Kotilwa nannten ihn verrückt, wenn er sagte, dass er ihnen eines Tages Wasser bringen würde. Longi wurde immer beliebter und die umliegenden Dörfer kannten ihn als Verrückten, der von dem Traum besessen war, dem Dorf Wasser zu bringen. Sie brachten ihn sogar zu den Dorfheilern, um ihn zu exorzieren. Unerschütterlich grub Longi weiter. Bald darauf berichtete der Journalist Jai Prakash aus Kotilwal über den Straßenbau der Dorfbewohner. Longi fragte ihn, ob er ihm einen Kanal zeigen könne, den er gegraben hatte. Prakash traute seinen Ohren nicht, als Longi ihm erzählte, dass er diesen seit über 30 Jahren im Alleingang gegraben hatte. Das war definitiv eine Geschichte für die Zeitung. Und so nahm Prakash Longi auf sein Motorrad und fuhr mit ihm hin. Prakash traute seinen Augen nicht, als er sah, was der Mann ganz alleine geschafft hatte. Prakash veröffentlichte Longis Geschichte und es dauerte nicht lange, bis diese in den lokalen Hindi-Zeitungen viral ging. Schon bald wurde Kotilwa zu einem Hotspot, denn Politiker, Journalisten, Sozialarbeiter und Aktivisten begannen, das Dorf zu besuchen, um mit Longi zu sprechen und sich selbst ein Bild von der Größe des Kanals zu machen, den er gegraben hatte. Longi hatte einen 3 Kilometer langen Kanal gegraben, der aber 1 Kilometer vor Kotilwa endete. Die Nachricht von Longis Bemühungen verbreitete sich und erreichte den für die Wasserversorgung des Staates Bihar zuständigen Minister, Sanjay Jay, der etwas Unglaubliches tat. Sanjay Jay ordnete die Fortsetzung des Kanals bis zu Longis Dorf an und schon bald sollte Kotilwas Traum wahr werden. Auch der ehemalige Ministerpräsident von Bihar, Jitan Ram Manji, besuchte das Dorf und versprach Longi, dass er vom indischen Präsidenten eine Anerkennung erhalten würde. Die Arbeiten begannen sofort und der Kanal wurde schließlich fertiggestellt. 2020 konnte das Dorf Kotilwa zum ersten Mal Weizen anbauen. All das ist der Unnachgiebigkeit und Motivation eines Mannes zu verdanken. Longi ist nicht ohne Grund 30 Jahre lang jeden Tag in die Berge gegangen. Er tat es, um den Dorfbewohnern später einen 3 Kilometer langen Fluss zu zeigen. Nach diesen Ereignissen wurde Longi nicht mehr verspottet, sondern ein Held. Seine Söhne und seine Frau sind ihm bis heute dankbar für seine Hingabe und Standhaftigkeit. Ein anderer Mann, der trotz vieler Widrigkeiten durchhielt, war Angelo Mastropietro. Sein Werk sollte für immer von der Natur und den Menschen gewürdigt werden.
Angelo Mastropietro, 38, war Leiter eines Personalvermittlungsunternehmens in Australien. Doch ihm passierte Schreckliches. Manche hätten sich nach Angelos Diagnose mit einem minderwertigen Leben zufrieden gegeben. Aber für Angelo war sie der Beginn von etwas Kühnem und Schönem. Im Jahr 2007 wurde bei Angelo Multiple Sklerose diagnostiziert. Nach einiger Zeit erlitt er eine vorübergehende Lähmung, was ihn dazu inspirierte, ein einfacheres Leben zu suchen. In Interviews beschreibt er seine Krankheit als Katalysator, der ihn dazu gebracht hatte, seinen Lebensstil zu überdenken und ein lebensveränderndes Projekt zu starten. Angelo beschloss, aus einer 700 Jahre alten Höhle in der Grafschaft Worcestershire im Vereinigten Königreich eine moderne Höhle zu bauen. Den größten Teil der Arbeiten erledigte Angelo hierbei selbst. Er verbrachte insgesamt 1000 Stunden damit, Felsen zu brechen, zu schneiden und zu graben, um eine wunderschöne Innovation umzusetzen. Diese Höhle, die zu einem der coolsten Häuser der Welt geworden ist, ist auch deshalb so interessant, weil sie relativ billig ist. Angelo hat etwa 198.000 Euro für die Fertigstellung seiner Höhle ausgegeben. Supercoole Häuser müssen nicht unbedingt teuer sein, oder? Und das Innere dieses Höhlenhauses wird dich begeistern. Dort gibt es einen Kamin, beheizte Fußböden und sogar Wi-Fi. Angelos Höhle hat angeblich Tolkien beim Schreiben von Herr der Ringe inspiriert. Die Umgestaltung hat auch die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer auf sich gezogen, nachdem sie in mehreren Fernsehsendern gezeigt wurde. Obwohl Angelo seine Höhle ursprünglich als Ferienunterkunft gebaut hat, hofft er eines Tages ganz in seinem ungewöhnlichen Höhlenhaus leben zu können. Ein anderer großer Mann, Karimul Hakwe, wurde von einer traurigen Geschichte inspiriert und schuf dank seiner Unnachgiebigkeit etwas Bemerkenswertes, für das die Menschheit für immer dankbar sein wird. Karimul und seine Mitbewohner leben im Doas-Gürtel in Bengalen und kennen keine modernen Annehmlichkeiten. Viele haben weder ein Transportmittel noch Geld, um ihre Mobilitätsprobleme zu lösen. Das inspirierte Karimul zu seiner Mission, für die ihm die Dorfbewohner für immer dankbar sein würden, auch wenn sie sein Handeln zunächst als verrückt abtaten. Doch zuvor war Karimul etwas Schlimmes zugestoßen, das ihn zu seinem heldenhaften Handeln inspirierte. Vor vielen Jahren lebte Karimul bei seiner Mutter, doch eines Nachts erlitt sie plötzlich einen Herzinfarkt. In dieser Nacht rannte Karimul durch die Nachbarschaft, ging von Tür zu Tür, aber niemand konnte ihm helfen. Karimul hatte kein Transportmittel und auch die Dorfbewohner hatten keines. Da er also weder einen Krankenwagen noch irgendeine andere Form der Hilfe bekommen konnte, musste Karimul zusehen, wie seine Mutter starb. Nach diesem tragischen Vorfall schwor sich Karimul, dass nie wieder jemand wegen eines fehlenden Transportmittels sterben sollte. Bald darauf ereignete sich ein weiterer Vorfall, der ihn erkennen ließ, dass Lebensrettung tatsächlich seine wahre Berufung war. Vor 14 Jahren brach Karimuls Kollege zusammen, während sie auf einem Feld arbeiteten. Karimul hob seinen Freund auf, trug ihn auf seinem Rücken und sprang dann auf sein Motorrad. Dann fuhr er den ganzen Weg zum Jalpaguri Sadar Hospital. Dank dieses selbstlosen Einsatzes konnte Kamuris Kollege rechtzeitig medizinisch versorgt werden und er war in kürzester Zeit wieder auf den Beinen. Inspiriert von seiner erfolgreichen Aktion beschloss Karimul, jedem zu helfen, der einen Transport zum Krankenhaus benötigt. Trotz seines geringen Verdienstes verwendete er seinen Lohn, um sein Motorrad zu betanken und Menschen, die ins Krankenhaus mussten, zu befördern, ohne einen Cent zu kassieren. Bald wurde Karimul für seinen selbstlosen Einsatz bekannt. Er half nicht nur seinem Dorf, sondern auch den 20 umliegenden Dörfern mit seinem Motorrad. Bis heute hat Karimul über 5000 Menschen geholfen und auch die Grundlagen der medizinischen Erstversorgung gelernt, um helfen zu können, wenn der Verkehr oder Naturereignisse ein Hindernis darstellen. Obwohl sich die Dorfbewohner anfangs über Karimul lustig machten, erkannten sie bald die Bedeutung seines Dienstes und sind ihm für immer dankbar. Karimul Dada kommt gleich nach Gott. Als meine Schwiegermutter einen Schlaganfall hatte, dachten wir, sie würde nicht überleben. Dank Karimul Dada, der im Eiltempo zum Krankenhaus fuhr, ist sie jetzt gesund und munter, sagte einer der Dorfbewohner. Karimul, der für seine selbstlose Tat sogar lokale Auszeichnungen erhalten hat, hofft, dass er seinem Dorf eines Tages einen modernen Krankenwagen mit allen notwendigen Einrichtungen zur Verfügung stellen kann. Wir hoffen, dass der Traum dieses Helden in Erfüllung geht.
Kennst du jemanden, der einen positiven Beitrag für seine Gemeinschaft geleistet hat? Lass uns in den Kommentaren wissen, was es war.